Hallo liebe Freunde, zurück bei Airport CEO, hier bei mir gespielt. Ja, unser etwas größerer Flughafen. Da unten ist schon wieder richtig viel los. Beim Check-in. Ja, ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, wir müssen mehr Check-ins bauen. Sehr. Nee, der ist noch aktiv. Okay. Der auch. Okay. Ja, dass wir hier drüben mal ein bisschen mehr Check-ins bauen müssen. Um überhaupt, ja, das hier hinzubringen. Dass das mit dem Check-in besser funktioniert. Zum Laufen kommt. Daher müssen wir hier eigentlich auch noch. Jetzt haben wir halt die WC-Eingänge hier oben. Ja. Das ist jetzt die Frage, wie ich das am besten mache. Im Prinzip müsste man hier noch was umbauen, dass wir hier so einen Gang rankriegen. Ja, ich würde mal hier anfangen, die Wand mal nach vorne zu schieben, um hier das WC ein wenig weiter nach vorne zu kriegen. Dann nehmen wir hier die Wände nämlich heraus, inklusive den Türen. Sind dann hier weg. Und natürlich müssten, jetzt haben wir hier natürlich das Gestell im Weg. Auch nicht gerade besonders gut. Shop-Shelf. Machen wir doch hier in der Mitte mal noch zwei Gestelle hin. Da müssen einfach die Leute dementsprechend da rumherumlaufen. Dann können wir nämlich das Gestell hier und das wegnehmen. Um hier nämlich die Türen reinzukriegen. Gut, wir können dann ja einfach. Nee, wisst ihr was? Wir könnten einfach hier die das mal so lassen. Können natürlich hier einfach die WC ein bisschen reduzieren. Das geht ja eigentlich auch. Ja gut, bei den Herren ist das Problem. Das wäre hier wahrscheinlich 4-4 wegnehme. Das ist also mal alles weg. Müssen wir hier kurz diese schließen und sogar löschen. Das Teil. Damit wir hier die Wand verschieben können.
Das WC müsste auch noch weg und das Pissoir. Dann brauche ich die Wand. Kommt dann nämlich hier hin. Ja, das habe ich jetzt auch nicht bedacht, dass wir hier gar nicht durch können. Scheibenkleister. Hier aus, sind wir hier. Jetzt müssen wir hier nach vorne schieben. Die anderen. Ja, dann haben wir hier zu wenig, viel weniger WCs. Ja, wir müssen im Prinzip das Ganze hier ein bisschen mehr nach da hinten versetzen. Das würde heißen, wir müssen eigentlich den ganzen Bereich mal zuerst versetzen. Machen wir aber zuerst einmal das da oben. Hier müsste das weg. Dann müsste hier noch eine Wand rein. Da oben müssten noch zwei Wände rein. Die Damentoilette hier reicht so eigentlich. Wir könnten hier höchstens drei Waschbecken wegnehmen. Müsste ich hier aber die Zone wieder machen, dass es nämlich dann alles wieder geht. Das wären die Damen. Die 10 Damen. Dann haben wir unten das WC Herren. WC Herren. So. Gut. Dann benötigen wir für das WC noch die Waschbecken. Würde ich sagen, die drei, die wir weggenommen haben, machen wir gleich hier hin. Können wir da noch drei zusätzliche WCs hin platzieren. Bei den Herren machen wir das gleiche. WC. So wie für den kleinen Unterbruch. Ja, machen wir hier noch die Sinks hin, also die Waschbecken. Dann können wir da oben jetzt die WCs noch erweitern. Nämlich ob hier noch zwei hinsetzen. Jetzt hier noch zwei weitere. Plus noch die Pissoir für die Herren. Müssen wir hier natürlich da unten noch welche haben. Sollte dann eigentlich auch reichen. Gut, da können wir den Boden auf den Standard zurücksetzen. So. Und natürlich die Sicherheitszone müssen wir hier auch noch entfernen.
So. Gut. Dann haben wir immerhin das schon mal gemacht. Eigentlich könnte man jetzt provisorisch den Platz hier hinten mal für die Check-in nutzen, damit wir die hier schließen können, sie überhaupt umbauen können. Das würde ich vielleicht sogar machen. Wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn wir das sogar machen würden. Ich weiß nicht mal, wie viele Flüge wir überhaupt noch drauf haben. Gut, die werden ja eh noch anders angebunden. Von dem her. Das Baggage-System hier unten, das funktioniert soweit eigentlich mal. Da würde ich jetzt nicht groß was ändern. Das größere Problem ist einfach, dass wir hier zu wenig Platz drin haben, dass wir das wahrscheinlich auch nochmal umbauen müssten. Um es konkret zu sagen. Dem Remote Stand. Da wir den nämlich auch nochmal irgendwie anders platzieren müssten. Mal schauen, wie viele Flüge haben wir auf dem Remote Stand. Und der ist ziemlich besetzt. Ich nehme den auch mal noch raus. Hier auch was gemacht. Den glaube ich hier einfach deaktiviert, wenn es mir recht ist. Ja. Gut, jetzt würde ich mal zuerst hier das Teil nach hier rüber versetzen. Wie das geht, C. Die Frage ist, würden wir dies sogar noch anders hinkriegen? Das müsste ich jetzt mal noch so zuerst schauen. Wenn wir die hier so hinmachen. Es würden 6 geben. Es wird wahrscheinlich nicht gehen. Gut, dann machen wir das hier drüben mal. Da haben wir jetzt nur das Problem, dass genau die hier im Weg sind. Dass wir hier außen rum müssten. Hier geht eben nicht. Wir müssen dann wie hier wieder hoch. Aber wir könnten das Ganze hier anschließen. Im Prinzip. Jetzt hier mal schauen, wie sieht das eigentlich aus? Vom Platz her. Das hier so haben. Eigentlich ist das mehr der Problemteil, weil die hier sind irgendwann dann sowieso leer und dann können wir die umbauen. Von dem her ist das nicht mal groß das Problem, sondern hier sind mehr das Problem. Und natürlich auch hier unten mal hinbauen.
Jetzt ist die Frage. Doch, sollte eigentlich gehen, wenn ich die so hier hinbaue. Sollte das eigentlich funktionieren? Weil wir brauchen ja eh noch mehr Check-ins im Prinzip. Pro Stand, Medium Stand müsste man ja eigentlich zwei haben. Das heißt, wir haben hier jetzt eh vier zu wenig. Ja, das heißt auch, wir müssten hier eh den Platz brauchen für die Check-ins. Was natürlich heißt, wir könnten dann die Bänke hier hinbauen, etwas mehr nach da hinten bauen, dann die Check-ins hier reinsetzen, so viel wir dann benötigen. Ich will jetzt mal das, was wir haben, mal hier bauen. Backspelt. Wo ich dich noch? Das Overground. Wir können ja auch das Schnelle nehmen. Bis hierhin. Dann nehmen wir hier das Underground Belt. Gehen von hier dann nach da unten. Düsen hier lang. Gehen hier hoch. Dann sind wir eigentlich da schon im Bereich vom anderen Teil. Moment, nee, jetzt habe ich es genau falsch schon gebaut. Ich müsste hier hin. Das ist ja für das Gate C. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ja, nee, ich müsste im Prinzip mit denen hier hin. Ja, wird noch etwas schwieriger. Ich kann hier nämlich nirgends durch. Ach, ist das doof. Ja, ich muss hier unten durch. Es geht gar nicht anders. Das wird halt ein ziemlich langer Weg jetzt. Weil ich von hier wieder zurück muss. Hierhin. Im Prinzip, weil ich da rein muss. Und dann gehen die Pakete hier weg oder hier drüben hin. Geht gar nicht anders. Prinzip. Ja, liebe Freunde, bis wir das umbauen können, müssen wir jetzt hier warten, bis das Ganze fertig gebaut ist, bevor ich dann hier weiterarbeiten kann. Ja, und bis das passiert ist, werden wir hier die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ja, wenn das der Fall ist, lasst doch einen Daumen oder sogar ein Abo da und dann würde ich mich freuen, wenn ihr am Freitag, kommt glaube ich die nächste Folge, dann wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss!